Zufriedene, motivierte und vor allem gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht nur wünschenswert, sondern steigern auch den Erfolg eines Unternehmens. Betriebliche Gesundheitsförderung spielt mittlerweile eine zentrale Rolle. Die Salzburg AG hat zum 6. Mal die Auszeichnung Betriebliche Gesundheitsförderung erhalten. Das ist für uns eine wirklich wichtige Auszeichnung, weil wir sehr, sehr viele Maßnahmen in diesem Bereich setzen, damit wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Thema Gesundheit unterstützen. Bei betrieblicher Gesundheitsförderung, kurz BGF, ist immer auch psychische, physische und soziale Gesundheit ein Thema. Und das Gütesiegel repräsentiert, dass ein Betrieb strukturiert, qualitätsgesichert und nach gewissen Qualitätskriterien einen Prozess durchgemacht hat und weitergemacht hat. Rund 200 Betriebe werden im Bereich BGF von der österreichischen Gesundheitskasse Salzburg betreut. Neben zahlreichen Workshops, Seminaren und Weiterbildungsmöglichkeiten setzt die Salzburg AG eine Vielzahl an Maßnahmen im Gesundheitsbereich. Das Angebot, wo wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen, ist wirklich sehr, sehr breit. Es geht von wirklich Unterstützungsleistungen von Promenta, eine Kooperation, ganz eine wichtige Kooperation für uns, dass wir wirklich auch in Krisensituationen, sei es privat oder betrieblich, wirklich dort anonym sich gut beraten lassen kann. Dann geht es wirklich bis in die Richtung von Lauffit bis hin zu Business-Yoga, Stresspräventionen, Seminare auch zum Selbstmanagement und Zeitmanagement. In unserem Betriebsrestaurant legen wir wirklich Wert auf ausgewogene und gesunde Ernährung und dieses Angebot wird da bestens genützt. Wer ein BGF-Gütesiegel sein eigen nennen darf, muss sich nach 3 Jahren erneut behaupten und mit neuen Maßnahmen überzeugen. Als Betrieb lässt man sich darauf ein, regelmäßig Ressourcen und Belastungen zu erheben und zu schauen, wo stehen wir als Betrieb. Und Ressourcen und Belastungen kann man zum Beispiel erheben mit einem Gesundheitsfragebogen, mit Workshops, wo man dann auch noch genauer hineinschaut, was ist bei uns Thema. Ja? Und was von vielen anderen Konzepten unterscheidet, ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich mit einzubeziehen in diese Maßnahmenplanung. Ein wichtiges Thema, das in der Befragung immer wieder vorkommt, ist Stress. Obuslenkerinnen und Lenker haben auch andere Stressempfinden oder andere Themen, die da aufploppen, als zum Beispiel jemand im Büro oder im Außendienst tätiger. Und das ist dann die Aufgabe in dem Prozess zu schauen, zuerst zu analysieren, also mit den Leuten gemeinsam, ja, was ist bei euch, was macht den Stress aus genau und dann aber auch, was sind eure Vorschläge. Also Betriebe, die das umsetzen und eben auch die Salzburg AG ganz besonders, haben Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die auch Lösungen mitbringen und Lösungsvorschläge mitbringen und das funktioniert auch sehr gut. Und das eingefangen sozusagen dann und strukturiert vor allen Dingen und wirklich über den Gesamtbetrieb, ist dann der Prozess betriebliche Gesundheitsförderung, der ausgezeichnet wird. Das Gütesiegel ist für uns eine wichtige Bestätigung, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Nichtsdestotrotz schauen wir wirklich, dass wir uns da immer wieder weiterentwickeln und ein neues Angebot schaffen, wie zum Beispiel auch Homeoffice oder auch Gleitzeitvereinbarungen. Das ist wirklich wichtig für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle Informationen zum Gesundheitsangebot des GreenTech-Unternehmens Salzburg AG finden Sie auf www.salzburg-ag.at.